Hallo, Robert, Yachtschule Eichler. Immer wieder wird gefragt, worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen terrestrischer Navigation, Funk- oder elektronischer Navigation und Satellitennavigation? Dies ist eine der ältesten Erfindungen für terrestrische Navigation, ein Kompass. Bei der terrestrischen Navigation stelle ich Richtungen fest, in die ich Objekte sehe, oder ich lege eine Richtung fest, in der ich mich bewege. Bei der Funknavigation unterstütze ich dieses Verfahren, festzustellen, wo ich bin, durch Funksignale, die ich entweder aus dem erdnahen Bereich empfange, also Sender, die sich in irgendeiner Weise irgendwo befinden. Das war es, die klassische Funknavigation, wie sie bis heute in der Fliegerei benutzt wird. Und neueste Entwicklung seit etwa 1985, Satelliten wie kleine Funktürme umschwirren die Erde. Die Signale der Satelliten sind bekannt. Ich habe ein Empfangsgerät am Boden und kann daraus ableiten, wo ich mich jetzt befinde. Die astronomische Navigation dagegen setzt voraus, dass man schon immer vorhandene kleine Funktürme, die jetzt einfach nur noch leuchten, man nennt sie Sonne, Mond und Fixsterne, dass ich deren Position kenne und aus deren Position über einen Winkel, den ich wiederum terrestrisch messe mit einem Sextanten, ableiten kann, in welcher Distanz ich mich zu einem gedachten Punkt befinde, an dem sich dieses Gestirn abbildet. Das ist so in etwa im Schnelldurchgang der Unterschied zwischen terrestrischer Funk, Satelliten und astronomischer Navigation. Macht alles Spaß und alles ergänzt sich jeweils wunderbar. Gute Fahrt.